In Sachsen wurde am Wochenende gewählt. Und das Ergebnis ist, ja, man kann es durchaus sagen, historisch. Die FDP ist erstmals aus allen Regierungen in Deutschland verschwunden. Nur noch knapp 4%, keine Zukunft, keine Hoffnung, kein brauchbares Personal. Die Partei ist in einem Zustand, man hat das Gefühl, sie wird von Mirko Slomka trainiert. Ja, die Liberalen sind so in der Defensive. Viele in Berlin sehen für die Partei nur noch zwei Optionen. Humanitäre Hilfe oder Waffenlieferung. Bei der Wahlparty war dann auch ganz schlechte Stimmung. Als Promi war Dirk Niebel gekommen. Man dachte aus Solidarität. Dann kam raus, der wollte für sein Wohnzimmer aus der Parteizentrale noch die Teppiche mitnehmen. Große Ratlosigkeit auch beim FDP-Spitzenkandidaten Holger Zastrow. Begreift ihr das? Ich nicht. Ich nicht? Nee, begreift ihr nicht? Begreift ihr gar nicht? Also ich habe vieles in meinem Leben nicht so richtig begriffen. Stochastik. Bin ich immer ausgestiegen. Die Stringtheorie, auch nicht begriffen. Den Zitronensäurezyklus, nie so richtig kapiert. Aber komisch, den Abstoß der FDP, den begreife ich sofort. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Ganz einfach. Gut. Wahrscheinlich muss man bereit sein, dafür mit halbwegs offenen Augen durch die Welt zu gehen. Was auch FDP-Chef Christian Lindner nicht so ganz leicht zu fallen scheint. Er glaubt weiterhin sehr, sehr fest an das liberale Profil der FDP. Ich glaube, es ist unverändert attraktiv. Ja, es ist unverändert attraktiv, das liberale Profil. Unverändert. Leider nur noch für bundesweit 27 Wähler. Sagen wir mal so, das Profil ist immer noch, ein sehr attraktives Profil. Ja, aber es entspricht nicht mehr so sehr dem klassischen Schönheitsideal. Es geht schon mehr in den Bereich Special Interest inzwischen. In der FDP-Zentrale in Berlin steht jetzt live unser Reporter Dominik Ziesemer. Dominik, wie ist denn im Moment die Lage? Ja, Christian, hier bei der FDP läuft alles nach Plan. Nach dem Wahldesaster in Sachsen hat die Parteispitze heute in einer kurzen Telefonkonferenz die Komplettauflösung der FDP beschlossen. Hinter mir werden gerade die letzten Büros ausgeräumt. Oh, ein historischer Augenblick, den wir da miterleben. Da muss die Stimmung ja deprimierend sein. Nein, Christian, im Gegenteil. Die Stimmung hier ist eher euphorisch. Das ist doch ein dramatischer, ein tragischer Augenblick für die FDP. Wie kann sich die FDP darüber freuen? Sind die irre? Ja, natürlich. Kollege, wir wollen abschließen. Kommen Sie dann auch mal? Ja, ich komm gleich. Christian, was die gute Stimmung angeht, meinte ich natürlich nicht die FDP, sondern die Anwohner hier ums Thomas-Dehler-Haus. Die freuen sich nämlich auf ihre super neuen Nachbarn. Etwa die AfD? Nee, hier kommt ein Starbucks rein.